Hi, Lisa hier. Ich springe für den Christoph ein, ganz spontan, ich habe nichts vorbereitet. Ich bin hier auch für den ADFC Köln. Kennen viele nicht, überraschenderweise ist wieder ADAC nur für Radfahrer. Wir unterstützen Radfahrer in jeglichen Themenbereichen. Ein Thema ist zum Beispiel auch, dass der ADFC auch bundesweit Fahrradtouren organisiert und so weiter und so fort. Wichtig hier in Köln, und da bin ich auch drin, ist für uns die Radverkehrsgruppe vom ADFC Köln. Und zwar versuchen wir uns dafür einzusetzen, dass der Radverkehr gefördert wird von der Stadt, dass einfach das ein Thema ist. Ne? Es ist jetzt nicht nur Autos und Fußgänger, sondern da sind noch ein paar andere. Ich kann mal kurz über mich sprechen, weil ich bin nämlich ganz kurz erst dabei, erst seit Mai, Juni. Und am Anfang war ich so, ja, wir machen jetzt was und wir sind total super da drin, Projekte für Radfahrer in Köln hinzubekommen, und habe ganz schnell gemerkt, naja, so schnell geht das nicht. Und aber genau aus diesem Grund heißt es jetzt halt jetzt erst recht. Und wir planen mit der Radverkehrsgruppe unter anderem Themen, die nicht gut laufen, also dass wir die angehen, die Themen, die nicht gut laufen. Ich sag nur Dom, Umgebung oder Ringe, großes Thema. Unheimlich viele Dinge hier. Großer Kreisverkehr, wo man sehr schnell übersehen wird und wo die Vorfahrt genommen wird. Aber auch schöne Dinge machen wir. Zum Beispiel im Sommer zeigen wir, dass Fahrradfahren toll sein kann, weil wir einmal im Monat morgens von, ich glaube, 7 bis 9 Kaffee ausschenken an alle Fahrradfahrer. Wir stehen dann immer bei Kaffee der Brück oder an der Eck oder wie auch immer, je nachdem, sehr spontan. Und wir freuen uns, wenn wir Leute kennenlernen können, wenn sich Leute dafür begeistern, auch sich dafür einzusetzen. Und das muss nichts Regelmäßiges sein. Also wenn jemand sagt, okay, jeden Monat dahin, das wäre mir ein bisschen viel. Aber wir freuen uns auch, wenn es bestimmte Projekte gibt, die euch am Herzen liegen. Auch in Ehrenfeld, wir haben jetzt die ADFC Ehrenfeld-Gruppe aufgemacht. Und wenn ihr einfach da ein Thema habt, könnt ihr zu uns kommen, mitmachen gerne. Und ja, das sind wir.